Er tut so, als sei nichts passiert. Boris Johnson versucht bei einem Auftritt vor den Mitgliedern der britischen Tory-Partei in Birmingham von seinem Privatleben abzulenken. Im Rennen um die Nachfolge der Premierministerin Theresa May sorgt der Ex-Außenminister derzeit für Schlagzeilen. Ein heftiger Streit mit seiner Lebensgefährtin rief Medien zufolge die Polizei auf den Plan. Ich denke, dass die Leute, die heute hier sind, und Sie sind ein gerissener Interviewer, das sind Sie. Ich glaube nicht, dass die Leute solche Dinge hören wollen. In der Nacht zu Freitag war es Medienberichten zufolge zu einem heftigen Streit zwischen Johnson und seiner Lebensgefährtin Carrie Simons gekommen. Ein besorgter Nachbar rief die Polizei. Johnson galt bisher als klarer Favorit im Rennen um den Vorsitz der konservativen Partei. Bei den Mitgliedern scheint Johnson weiterhin beliebt zu sein. Solche Sachen passieren ständig, da können wir uns doch einigen. Freitagabend, jemand verschüttet Wein, da muss man keine Schlagzeilen draus machen. Was wichtig ist, ist, was dieser Kerl beim Brexit liefern wird. Und ich denke, Boris hat großartige Pläne, nicht nur für Brexit, sondern auch als Premierminister. Also denke ich, dass er einen tollen Job machen wird. Er ist so authentisch. Er ist wirklich authentisch und das ist es, was wir brauchen. Und nicht nur das, sondern auch die Art und Weise, wie er spricht über alles. Er vereint Menschen, er bringt Menschen zusammen und das brauchen wir wirklich. Der neue Vorsitzende der Tories soll bis Ende Juli gekürt sein. Er wird dann auch automatisch Regierungschef.